Lasers fliegen all over mein Kopf. Das ist ein Lauf, doch ich brauch kein Schlaf. Komm nicht von dich, der Gründe wär so gut. Hält mein Freund haben, wär von der Bobo. Es gibt Diskos. Und es gibt Legenden. Legenden, deren Ruf weit über die Grenzen der eigenen Region hinausreicht, deren Besitzer starke Charaktere waren oder immer noch sind, die den Geist ihres Clubs nachhaltig prägten. Die eigene Philosophie verfolgten, manchmal sogar die ersten waren auf ihrem Gebiet und zum Vorbild für viele andere wurden. Um einen solchen Laden geht es jetzt. Er liegt im westlichsten Zipfel Ostfrieslands, nämlich in Norddeich. Für diejenigen, die die Dorftradition nicht mögen, gibt es immerhin kleine Fluchten. Zum Beispiel hierhin. Metas Musikschuppen in Norddeich. Viele, die herkamen, die waren gar nicht in Schützenvereinen. Da hatten die eigentlich gar keinen Bock drauf, wollten nichts mit zu tun haben. Vereinsmeierei sowieso nicht. Sven Rogal wächst mit Beatmusik und Kneipenatmosphäre auf. Seine Mutter Meta ist alleinerziehend und managt den Musikschuppen. Alles ein bisschen unorthodox. Den Eltern anderer Kinder war das suspekt. Der Umgang mit mir war verboten, absolut. In diesem wilden Schuppen und dann meine Kinder kommen, mit dem spielen die nicht zusammen, da wird nichts von. Ich bin ja immer hier gewesen, immer mittendrin, immer mitten dazwischen. Konnte kaum über die Theke gucken und hab dann die Leute bedient. So sieht Svens Welt aus. Beatbands aus Holland und England. Viele sind zum ersten Mal in Deutschland. Die haben hier komplett gewohnt. Es gab ein Gästehaus nebenan. Da war eine Küche, da waren Toiletten, Badezimmer und wo die Band geschlafen hat. Ne? Wenn die Jungs Hunger hatten, haben sie meistens mich gefragt. Wir haben Hunger, dann habe ich Oma Bescheid gesagt. Oma hat dann gekocht und ich habe denen das Essen rübergebracht. Als Sven 7 Jahre alt ist, kommt ein Musiker aus Südafrika, Howard Carpendale. Howie hat Elvis imitiert damals und Rockmusik gemacht hier. War geil. Das war die erste Station hier in Norddeich. Der hatte einen kleinen Jungen mit und eine junge Dame, eine ganz hübsche. Das weiß ich wohl. Die haben dann bei Oma drüben gewohnt, wo ich auch gewohnt habe. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, da war ich am Granatpoolen und wollte der jungen Dame einen abgeben, so zum Essen. Hey, Worms, meinte sie. Die Würmer wollte sie nicht essen. Keine Chance. In der Schule eckt Sven an. Er ist zu anders, einfach zu frech. Irgendwann musste ich mal zum Gesundheitsamt hin auf Anordnung der Lehrerin, weil angeblich mein Wortschatz nicht in Ordnung war und ich hatte auf dem Schulhof mal so ein Mädchen an Rock gefasst und plötzlich hatte ich den Rock in der Hand und die stand plötzlich ganz ohne da und dann gab es Mordstheater in der Schule. Kann ja nur Sven gewesen sein. Ne? Solche Sachen, die sind dann gelaufen. Ne? Sven ist 10 Jahre alt, als die ersten Hippies aus dem naheliegenden Holland kommen. Für die Leute vom Land ganz schön ungewohnt. Wenn die Musikern irgendwo rumlief, die Leute haben sich umgedreht. Und geguckt. Es gibt teilweise auch alte Fotos davon. Sieht man so die älteren Damen, wie sie dann, wenn die da die Hippies dann vorbeilaufen, wie sie sich dann umdrehen und hinterher gucken. Die wurden wie, als wenn das ein Weltwunder ist, wurden die bestaunt hier. Eine ganz normale Samstagnacht. Die Jugend Ostfrieslands fährt natürlich zum Meta. Seit 30 Jahren der Treffpunkt für Tanzwütige. Den Meta jedoch erst zu dem machte, was er eigentlich war und wo sie in der Erinnerung ihrer Gäste weiterlebt. Meta war ein richtiges ostfriesisches Mädchen. Herzensgut. Es wusste ja niemand so, wie alt sie eigentlich war, aber doch immer ziemlich jung geblieben. Irgendwie so fetzig angezogen mit Minirock. Ähnelte mit Tina Turner, wie ihre Frisur und das alles. Ja, das war das Original hier vom ostfriesischen Deich. Die lief immer mit dem Kinderwagen wieder.
Begonnen hat alles mit der Milch bei ihrer Eltern. 1961 übernimmt Meta die Verantwortung. Ja, dann haben meine Eltern gesagt, ja, dann mach du das mal alleine weiter. Dann bin ich angefangen umzuräumen hier, habe die Neonröhren rausgenommen und die Küchenmöbel, die hier drin standen. Und ja, dann habe das rustikal eingerichtet. Ich habe den Laden selbst mit diesen Holzbalken hier vertäfelt. Dann habe ich mir die Gruppen geholt. Wir hatten immer total gute Musik. Ich wohne in Norddeich. Norddeich kennt ja sicherlich jeder. Da geht's nicht weiter. Die haben sich alle drum gekloppt, hier zu arbeiten. Also bargeldlos natürlich. Ne? Das war was. Wir arbeiten bei Meta. Das war der Knaller. Man hatte nur noch da so einen Korb und haben wir nur noch da geil drauf und wollen wir immer nur darauf dahin zu kommen und sich da abzurocken. Wir haben gehottet, dass die Socken gequalmt haben. Abends heim die aus dem Fenster und dann rat zum Meter, ne? Howard Carpendale hatte angefangen, zum Beispiel, habe ich auch kennengelernt. Weiß ich noch, wie heute, einen blauen Anzug, hellblauen Anzug mit Haare gegelt und hatte dann gesungen bei so einer englischen Band, nicht? Also, wir konnten auch kein Wort Deutsch damals hören. Wir kriegten also, ich glaube, 400 Mark, wenn wir auftraten zusammen und wenn wir nicht auftraten, 500 oder so ähnlich. Der Laden war ja nicht so groß damals, ne? Ich saß mit der Orgel da und der Tresen war da. Das war nicht weit, wenn ich was zu trinken haben wollte. Peter hat immer dafür gesorgt, dass frische Bands da waren und immer volle Kanne. Meta war bekanntermaßen ja nicht nun die spendabelste oder die großzügigste. Das heißt, wir haben also da eigentlich umsonst gespielt. Faust war ein Unikat. Hier bei Meta war es so wie im Zoo. Ja, das war natürlich das erste Mal, wie wir da waren. Das war schon irgendwie ein Hammer. Meta war sehr unkompliziert. Dies Eigenwillige, dieses Urgestein. So nach dem Motto, Clyde me Alan Morse. Bisschen Seeräuber-Feeling war schon da, auch bei Publikum, was so aus den Ecken dann irgendwo herkam. Und auch sie versuchen sich im Musikschuppen mit ihren ersten eigenen Liedern. Die Scorpions. Sie sah gut aus, wir fanden mega alle toll. Sie konnte mit uns eigentlich machen, was sie wollte. Unheimlich fleißig. Meta war und ist... Ist, wie gesagt, ist heute noch eine Legende. Ne? Die Band zieht es immer wieder zu Meta, auch wenn sie nicht mehr da ist. In 2004 spielten wir wieder zweimal in Metas Musikschuppen. Das Gefühl von vor 40 Jahren war ein bisschen zurück. Eine fehlt uns aber sehr, Meta. Sie war eine tolle Frau. In den 80ern wird es stiller im Haus Waterkant. Persönliche Krisen wie der Tod ihrer Mutter und Alkoholprobleme setzen Meta zu. In den 90ern wird Krebs bei ihr diagnostiziert. 94 stirbt sie mit 59. Ihr Sohn Sven führt den Musikschuppen weiter. Meta ist immer noch gegenwärtig, irgendwie. Und wir haben hier ein bisschen maritime Deko, das werden Sie sehen. Es hat nämlich sehr mit dem Thema zu tun, Herr Schanz. Sie sind derjenige, der ein Musical geschrieben hat über eine norddeutsche Institution, die man können könnte, Meta Rogall. Vielleicht genau. Sagen Sie mal zwei Takte dazu, wer ist diese Frau für alle, die Sie nicht kennen? Meta ist eine in Ostfriesland weltberühmte Wirtin. Meta hatte einen Musikschuppen hinterm Deich, in Norddeich, deshalb heißt der Theaterabend auch Meta, Norddeich, das Musical des Nordens. Und in diesem Musikschuppen am Deich, hinterm Deich, in Norddeich, hat die in den 60er, 70er, 80 Jahren ganze Generationen von Ostfriesen beglückt und
mit bewusstseinserweiternden Erfahrungen auch. Bewusstseinserweiternden, nicht Drogen? Ja, musikalisch so. Also das war ja damals, sie wollte den angesagtesten Musikschuppen zwischen Amsterdam und Hamburg dort kriegen, in Norddeich. Und das ist ja auch gelungen. Ja, ja. Aber das hat sie geschafft? Das hat sie geschafft. Und Sie haben darüber jetzt ein Musical geschrieben. Das ist Landesbühne Niedersachsen, das ist auf Tournee, kann man sagen. Ich sage jetzt nicht dazu, wo die einzelnen Orte sind, weil... Das sind alle wichtigen ostfriesischen Orte natürlich. Aber fast immer ausverkauft. Ja, eigentlich immer. Das freut mich für Sie. Ja, also mich freut es, danke, mich freut es natürlich auch ungeheuer, aber ich kann mir das gar nicht alles anheften. Also, denn die Hälfte der Vorstellung war schon vor der Premiere ausverkauft, weil noch keiner wusste, wie gut mein Anteil dann dort ist. Woran, ich gieße Ihnen einmal gerne ein und will aber und trotzdem ich biete Ihnen gern von Ihren Salzstangen an. Das ist ja ganz, ganz heimelig heute hier. Herr Schanz, woran liegt das? Ist sie wirklich so eine Institution, dass jeder in Ostfriesland und drumherum Sie kennt? Danke. Und da seine Jugend wieder aufleben lassen möchte? Also ich glaube schon. Ich denke, es ist die Leute, das Publikum mag es und dankt es dem Theater in ganz besonderer Weise gemeint zu sein. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Theater ein Stück in Auftrag gibt und ein Thema behandelt, was ja wirklich nur dort in der Gegend, also in Ostfriesland oder alles, was dann zwischen Emden und Wilhelmshaven bespielt wird, diese wunderbaren Städte, Leer, Aurich, Norden, Norderney, Papenburg, Jever, Wittmund, Esens und so. Die, ja, wo aber überall ja zu Hunderten die Menschen kommen und Meter gucken. Und es ist offensichtlich so, dass ganz viele Leute und wirklich halt über diese Jahrzehnte, also dann durchaus verschiedene Generationen Jugend, dort die Jugend verbracht hat. Und ich habe auch an völlig anderen Stellen im Land versprengte Ostfriesen kennengelernt, ja, oder aus dem Land gefallene oder Ausgewanderte so, wo man dann nach drei Sätzen plötzlich bei Meta war. Also das ist wirklich ungeheuerlich. Das ist, die Frau ist zu einem Mythos geworden, ganz offensichtlich. Und es sind auch Leute, die jetzt im ehrenwerten Alter sind, also durchaus noch beträchtlich älter als ich, die zum Beispiel Chefredakteur beim Ostfriesischen Kurier geworden sind, so. Und die alle aus dieser Szene kommen. Ja, und die alle bei Meta Jahre verbracht haben und vielleicht ihren Musikgeschmack grundiert haben. Otto Walkes hat, glaube ich, eine Schülerband. Genau, gehabt. Die hießen The Rustlers und da haben die auch bei Meta spielen dürfen. Vielleicht als Vorgruppe zu Howie, das weiß ich nicht. Und die Scorpions waren da, also ja, richtig so alles das, was man heutzutage noch kennt. Ne? Ja, und auch so Leute, also so Bands aus England, die dann ganz hip waren und die dann im Starclub gespielt haben und eben auch bei Meta hinter. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie jetzt Ihr Theaterstück, was Sie ja geschrieben haben, wenn das läuft? Ist das so eine Art Revival und die Leute, die sitzen im Publikum und ja, gehen nachher noch zusammen in die Kneipe und lassen die Zeit wieder aufleben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich wird das was Nostalgisches bewegen oder berühren. So. Und es ist, ja, es ist ein Phänomen. Also die haben ja, da gibt es eine halbe Stunde Applaus und Standing Ovations und Zugaben so, weil die Geschichte die Leute so bewegt. Und das ist auch toll, also was dieses Ensemble in Wilhelmshaven draus gemacht hat. Und das ist auch toll, was die Angelika Bartsch, die Meta spielt oder verkörpert, dort leistet. Das muss man auch erstmal schaffen. Also eine Figur, die ja noch so viele wirklich kennen. Also Meta wäre ja dieses Jahr, jetzt im April, 75 geworden. Jahre alt, ja. Das will auch gefeiert sein. Und der Schuppen hat sein 50-Jähriges im Sommer. Und Meta ist 94 gestorben. So. Mhm. Und die Menschen haben, also auch Junge, eine Studienfreundin von unserer Tochter, die ist eigentlich viel zu jung für Meta, aber irgendwie, also die muss sich da minderjährig wahrscheinlich mit der Mutter reingeschmuggelt haben, aber die haben alle ihre Meta-Bilder. Und dass dort eine Schauspielerin das so schafft, also diese Kodderschnauze und dieses Mutter-Couragige, um gleich das erstmal so rüberzubringen, das muss man erstmal schaffen. Das ist wirklich, da bin ich auch sehr dankbar jetzt als Autor. So. Sie sind 1500 Kilometer quer durch Deutschland marschiert zu Fuß? Ja, genau. Das habe ich vorletztes Jahr gemacht, Jahr 2008. Ich bin die alte ehemalige deutsch-deutsche Grenze entlang gelaufen. Und also, da haben Sie dann die Leute getroffen, die Meta kannten? Auch, ja, wirklich. Also ich habe in Mecklenburg, ich habe ja auch für Ihre Kollegen hier bei Radio Bremen vom Hörfunk aus auch noch Gespräche geführt mit so Meta-Erinnerungen, so veteranenhaft. Ja. Und da habe ich auch auf dieser deutsch-deutschen Wanderung, habe ich in einem kleinen Museum
Museum in Mecklenburg einen Mann getroffen, der sich auf einmal auch als Metagänger geoutet hat. Das heißt, Sie dachten, Sie treffen einen Ossi, dabei haben Sie einen Ostfriesen getroffen. Genau, ganz genau. Ganz genau. Ja, und in Ostfriesland, da gab es in den 60er und 70er Jahren das Haus Waterkant. Und da sind wir jetzt beim Thema Ihres Musicals, ja, wo Sie mitspielen. Am 23. Januar ist die Premiere. Was war das Haus Waterkant, es hieß denn auch Musikschuppen, für einen Schuppen? Also für einen Laden? Für einen, also soweit ich das beurteilen kann, war das erstmal ein richtiger Live-Rock-Schuppen, den die Meta Rogal da aufgebaut hat, aus dem vorher Milchbar-lizenzierten Haus Waterkant ihrer Eltern. Und sie hat ganz viele Bands in der Zeit, wo das gar nicht gang und gäbe hier war in Deutschland und schon gar nicht da oben, wo Land's End ist, ganz viele, ja, sie ist ja wirklich Ende da, ganz viele Gruppen von überall her geholt und da richtig einen drauf gemacht sozusagen, also richtig einen Ort geschaffen, wo ich glaube 30 Jahre... Sagen wir es doch ruhig, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, oder? Ja gut, das kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Aber man könnte sich trotzdem gut vorstellen, Sex and Drugs and Rock'n'Roll in Ostfriesland, der Musikschuppen. Ja, das Haus Waterkant, Chefin Meta. Sehr, sehr schöne Erinnerungen. Wer ist denn jetzt überhaupt auf die Idee gekommen, zu diesem Musikschuppen und zu Meta ein Musical zu schreiben? Das war der Intendant der Landesbühne Niedersachsen Nordwilhelmshaven, der Herr Hess. Mhm. Es hat wohl gegeben, oder gibt sogar noch, das bin ich jetzt gerade gar nicht sicher, im Schloss Jever eine Ausstellung über die Disco-Landschaft. Gibt es, ja. Ja, im Norden oben. Und unter anderem war eben auch über Meta da ganz viel Material im Schloss. Mhm. Und das hat ihn wohl so beeindruckt, dass er gesagt hat, Mensch, das wäre doch was für uns, das wäre doch ein Thema, und hat das Stück in Auftrag gegeben. Und wo hat er Sie gesehen, dass er so beeindruckt war von Ihnen, dass er Sie als Meta haben wollte? Er hat mich überhaupt noch nie gesehen. Ehrlich? Nein, das weiß ich nicht. Aber wir kannten uns nicht. Nein, der Olaf Strieb, der neue Oberspielleiter ist in Wilhelmshaven, hat mich sozusagen ihm empfohlen, ja, weil ich mit dem vor 2 Jahren in Bad Gandersheim gearbeitet habe schon. Bei den Dornfestspielen? Ja, genau. Und wir haben da die Dreigroschenoper zusammen gemacht. Mhm. Und ja, und dann hat Herr Hess einfach sofort ja gesagt. Also ich nehme an, dass er bestimmt mich irgendwo gesehen hat oder wusste, wer ich bin oder so, weil er einfach genickt hat. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, es passt auch hervorragend einfach. Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an aus den Proben, aufgenommen im Dezember für Meta, das Musical. Am 23. Januar ist Premiere. Jo. In Wilhelmshaven. Dann sind Sie auch viel unterwegs in Norddeutschland. Ja. Ja, es sah noch so ein bisschen aus, aber es war im Dezember, ne? Jetzt. Ja, Probebühne, Probenkostüme. Ja. Sie haben ja gesehen, der so ganz nah an mir dran saß, das ist der Regisseur. Ich meine, da gibt's nicht so viel Platz hier auf einer Bühne mit irgendwie so. Dann ist es ein bisschen komisch natürlich, wie man so tun soll, als würde man jetzt da für 700 Leute. Und da sitzt einer vor einem und sagt, mach mal so. Also das ist halt normal. Ganz interessant finde ich, wie Meta das Musical beginnt. Das ist eine ganz düstere Atmosphäre, ne? Ja. Erzählen Sie mal. Nein. Nein, darf ich nicht verraten. Aber ich habe ja schon mitgekriegt, Sie haben ja irgendwie sich schon schlau gemacht und ganz viel. Es beginnt mit Knockin' on Heaven's Door. Da sitzen zwei am Deich und da wird jemand zu Grabe getragen. Knockin' on Heaven's Door passt natürlich dann klasse dazu. Was, damit man sich überhaupt mal so ein Bild machen kann, was für Songs werden Sie alles singen? Ganz wunderbare Songs aus der Zeit. Huey Lewis zum Beispiel ist dabei, ne? Metas Lieblingssong. Ja, gut, das ist ihr Lieblingslied gewesen. Das haben wir von Sven Rogal, also von ihrem Sohn, erfahren und reingenommen. Das war vorher nicht drin. Heart of Rock'n'Roll. Heart of Rock'n'Roll. So. Dann haben Sie gerade gehört, Time is on my side ist drin. Jetzt haben Sie schon verraten, Knockin' on Heaven's Door. Also jetzt ist aber gut. Ich hätte das Gefühl, Sie wollen ein kleines Geheimnis draus machen. Ja, soll so sein, weil sonst haben ja die Leute gar keinen Spaß mehr. Ja, die kleinen Geheimnisse sind doch die schönsten. Ja eben, die muss man sich bewahren. 50 Jahren war Ostfriesland die Adresse für gute Musik zwischen Hamburg und Amsterdam. Was mir direkt ins Ohr ging, war eben die Musik. Weil ich nie gedacht habe, in so einem kleinen Rotzkaff da oben solche geile Musik liegen.
war jeden Abend im Sommer war recht voll der Laden. Lasers fliegen all over mein Kopf. Das ist ein Lauf, doch ich brauch kein Schlaf. Komm nicht von dick, der grün, der wär so doof. Hätt mein Freund haben, wär von ne Bobo. Und wenn ich die tanzen seh, dann wort mit warm und hart. Nicht das ein Lütchen fehlt wie die, komm ich in Fort. Du, ich hab die hier noch nicht sehen. Ich weiß genau, du hast kein Haar und Stein. Ich kick die an und du weißt warum. Will mir was sehr, doch ich blieb stumm. Und wenn ich die tanzen seh, dann wort mit warm und hart. Du bist nicht das Lütchen fehl, die komm ich in vor. Tanzen, vergessen, hey, wer wir sind. Die Disco-Kugel ist unser Planet mit Los Bebos im Serum. Du mir sagst, es geht egal, wo du hängst. Wenn ihn Boss läuft ihn schwingt. Und wenn dann mögen sie sehen hochgeil, dann was wär in Wolken drin weit. Und wenn ich die tanzen seh, dann wort mit warm und hart. Bis näher das Lütchen fehlt. Komm ich in vor. Und wenn ich die tanzen seh, dann wort mit warm und hart. Bis näher das Lütchen fehlt, die komm ich in vor.